an meine Fahrzeuge lasse ich nur Flüssigkeiten und Diet. Klar, es gibt Traumautos, da habe ich eine Gänsehaut bekommen, als ich da mal irgendwie eine Runde um den Block fahren konnte. Genau. Ich will Größe mit Leder versehen. Ich will Alarm, dass alle mich sehen. Ich verschulde mich trotz altem Design. Ich drehe meine Runden, nur der darf es sein. Du kennst das ja. Sag mal, Motorsport oder Muttersport? Das ist hier die Frage. Was findet man geil, was darf sein, wo checke ich ein? So, Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf Fahrdorier. Und heute haben wir einen ganz, ganz speziellen Gast dabei. Ihr kennt ihn bestimmt schon, ein Urgestein des deutschen Fernsehens im Bereich Automobil. Die goldene Zunge, wenn es um das Thema Gebrauchtwagen geht. Freunde, ganz großer Applaus, Diet Müller an meiner Seite. Ah ja, Applaus, wie sieht's aus? Ne? Kommen wir hier auch eile wieder raus? Das ist hier die große Frage. Auf jeden Fall. Wir gehen das ganz easy an. Heute mal eine Personality-Nummer mit dem coolsten Gebrauchtwagen-Typ überhaupt, Diet Müller. Und ey, Diet, erstmal Dankeschön, dass du da bist. Kein Thema. Und mich hier erstmal schön rumchauffierst. Ich freue mich, dass es hier drin warm ist. Ja, eben. Ohne Witz, dass du das aushältst, bei den Temperaturen zu drehen. Ne? Ich habe den Kollegen hier gerade getroffen, da ist alles kalt. Ja gut, kalte Finger ist ja das eine, ne? Aber man kann sich auch warm fahren und warm fahren heißt ja auch mit Alarm fahren und das macht ja auch Spaß. Ja, genau. Und dann hast du wieder eine eigene, leicht erhöhte Betriebstemperatur. Da kommt gleich für mich die erste Frage ins Spiel. Bist du eigentlich privat eher so der Entspannte oder wie du gesagt hast, der Warmfahrer, der Heizer? Ja, also Heizer ist ja gar nicht so angesagt. Also wenn ich nicht muss, mache ich mir selbst keinen Stress. Okay. Ganz einfach. Wenn es was zu gewinnen gibt, dann trete ich das Gas auch mal in die Ölwanne. Ja. Das macht mir natürlich auch Spaß. Ist ja so, weil diese ganze Challenge nochmal klar, die einen sagen, nein, so eine Scheiße muss das immer sein. Ich sage, ja, es gibt manchmal so Sachen, die kitzeln ein und dann trittst du rein. Ja, klar. Ne? Natürlich halten wir uns immer an die Verkehrsbedingungen. Völlig klar, wir machen hier keinen Blödsinn, das ist ja auch ganz wichtig und entscheidend. Aber wenn ich es nicht unbedingt muss, mache ich auch früher Schluss. Okay. Ich schlafe gern lange. Okay. Ja? Aber trotzdem will ich pünktlich sein. Dementsprechend muss es auch Leistung sein. Okay. Sonst kannst du die Termine nicht halten. Okay. Ne? Und dann wird man dann so gesehen genötigt, auch mal ein bisschen an die Leistungsgrenzen zu gehen. Das kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Ne? Ich bin ja auch ganz entspannt. Eben, weil ich kann mir das gut vorstellen, du hast einen schönen Ami unterm Popo und dann hier der hier. Ganz. Ja, das gibt's auch. Ich habe ja so eine Automacke, die, ja, das ist ja leider so. Es kann bei mir gerne mal etwas mehr Hubraum sein, es darf aber auch etwas mehr Drehzahl sein. Okay. Und das lässt sich manchmal nicht bei jedem Fahrzeug verbinden. Dementsprechend braucht man mehrere Fahrzeuge, wo man auch sagen kann, Achtung, heute bist du dran, mal sehen, was man machen kann. Ja, okay. Wie kam der Fimmel eigentlich so zu älteren Autos, vor allem die Big Blocks, ne? Ja gut, ich meine, für neue Fahrzeuge hatte ich die Kohle gar nicht. Da musste ich den alten Scheiß wieder hart schweißen und da waren auch Grüne gerne mal Finger mit V6ern an. Ja? Ford Granada oder P7, 20M, die ganze Schiene, Taunus. Und das fand ich natürlich schon ganz klasse. Okay. Und die waren natürlich alle endverfault, aber die waren erschwinglich. Und wenn du, sag ich mal, nicht so das große Budget hast, willst du trotzdem Sechszylinder fahren, ja, dann musst du dich halt so gesehen mal ein bisschen wund schweißen, damit du auf die Bahn kommst, damit du deinen TÜV bekommst, damit du Verkehrsteilnehmer sein kannst. Das war mein Ansporn, das wollte ich machen. Okay, sprich, du bist ja auch wirklich Schrauber, ne? Nicht nur sozusagen eine Heißluftpumpe, der nur im TV ist und labert, sondern du kennst dich halt echt so wie du aus, ne? Ich hoffe, das merkt man auch. Wenn du selbst nicht schrauben kannst, dann bist du nicht spontan. Das heißt, da kommt auch kein witziger Spruch raus, weil die Sache gar nicht verstehst. Und dementsprechend Spontanität hast was mit Wissen zu tun. Wenn du nichts weißt, ja, dann erzählst du nur Scheiß. Ja, genau. Und das nimmt dir dann auch keiner mehr ab. Also ich kann im Vorfeld schon sagen, komm her, ungefähr da und da, check das aus oder das Geräusch kann das und das sein. Und dann kann man eingrenzen, was kostet wiederum was oder mache ich das oder lasse ich das. Ah, okay. Ne? Das du hast dann auch Mechaniker gelernt, ne? Ja, ja, klar. Ah, okay. Ja, sonst kannst du das nicht. Ja. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Hier musst du das auch, die Werkstatt muss ich aufgeben, weil ich habe noch was behalten, ganz klar, weil Autos brauchen Platz. Und da habe ich noch mein Plätzchen. Und aber ich kann das jetzt nicht, du kannst nicht beides machen. Du kannst nicht die ganze Woche auf Tour sein, Autos abchecken und gleichzeitig hast du noch Kundschaften, die sagen, ey, sag mal, wo bist du denn? Kannst du mal kurz helfen oder zieh mir mal eben das da raus? Und das funktioniert nicht. Okay. Also eine Sache immer korrekt machen, ne? Vielleicht hat man im Nachlauf für die andere Sache dann mehr Zeit. Ja. Hast du dann auch mal die Möglichkeit, einfach mal an einem Abend nach Feierabend selber ein bisschen zu schrauben oder ist das einfach zeitlich überhaupt nicht drin? An meine Fahrzeuge lasse ich nur Flüssigkeiten und Diet. Ich fand das auch ganz, da ist aber so eine bescheuerte Werbung, ne? An meiner Haut lasse ich nur was.
Wasser und Tee. Oder an meine Haut lasse ich nur Wasser und klar, wenn die Zeit es nicht zulässt, greift auch mal ein Kollege rein, ansonsten werde ich das sein. Oh, geil. Es ist so. Und okay, du hattest dann eine Werkstatt und wie bist du denn eigentlich... Ich habe die Werkstatt noch, aber ich kann sie selbst nicht mehr betreiben, weil ich keine Zeit habe, so ist das. Und wie bist du denn eigentlich zum Fernsehen gekommen? Ja, ich wurde angerufen. Du wurdest tatsächlich einfach angerufen? Ich wurde tatsächlich einfach angerufen. Okay. Einfach angerufen, ne? Ich gehe irgendwo lang, dann hat es geklingelt und dann war ich dran und dann, was ist los? Alle auf Empfang, was kann ich für dich tun? Nein, wir hatten früher schon Fahrzeuge umgebaut, auch für die Werbung und da ging es auch um Trash und witzige Autos umgebaut. Okay. Oder wir auch damals schon Sprit selber machen gemacht. Und das ist ja nicht alles so. Man hat es mal gezeigt, wie weit man gehen kann und was man alles machen kann. Und das wurde früher auch schon mal gesendet, dann ging das so los im TV, vorher wurden aber andere Fahrzeuge umgebaut und wir hatten das große Glück, ja, auf einem alten Industriegelände uns zu verwirklichen. Ich sage immer, das war die alte Männertagesstätte. Man hat sich selbst abgegeben und selbst verwirklicht und selbst die Sachen, sag ich mal, umgesetzt, die man in der Birne hatte. Okay. Ja? Geil. Du kennst es auch. Manchmal wachst du nachts auf und dann musst du nicht nur raus, sondern du schreibst auch was auf. Mhm. Mensch, das wäre doch geil. Kann man das nicht mal machen? Das ist so kreativer Wahnsinn. Ja. Und das im Automobilbereich. Okay. Und das hast du auch heute noch, ne? Weil du bist ja schon, wie lange bist du dabei jetzt im TV? 15 Jahre, 16 Jahre, sowas, ne? Kommen da immer noch Ideen oder ist es so ein bisschen so entspannter geworden? Ja, das ist ja nicht scheiße. Das hört nicht auf. Ja, ich meine, da kannst du zu jedem Arzt fahren und sagen, aber kannst du mir mal helfen? Na, komm, hau ab. Hoffnungsloser Fall. Geil. Das bleibt so. Ist ja auch gut so. Ja, wunderbar. Und ich meine, du bist ja nicht als Det Müller geboren und die Leute da draußen, die kennen dich als der lockere Typ, der immer einen lustigen Spruch auf Lager hat. Ja, aber ich verstehe mich nicht. Ich habe gar keinen Bock auf Drehbuch und ich habe auch gar keinen Bock, mich zu verstehen. Wie machst du das? Weil andere Kollegen im Bereich TV, die müssen dich vorbereiten, die müssen ihre Texte lernen. Das habe ich doch gerade gesagt. Entweder hast du Plan von der Materie und du hast eine Automacke und du saugst ja alles auf, dann hast du es in der Birne. Dann kommt natürlich eine Frage oder eine spontane Karre und dann holst du den ganzen Krempel von hinten nach vorne und dann hast du die Sachen im Blick und weiß auch, da gucke ich danach, da gucke ich danach, da gehe ich da rein und check da ein. Das musst du drauf haben. Aber das hattest du nicht schon mit 11 oder 12? Du hast ja mit der Schule schon gesagt. Mit fünf. Ich habe das große Glück gehabt, eigentlich wollte ich Fußball spielen, musste dann aber in eine Grube hier, du machst das jetzt. Ich so, ich will Fußball spielen. Dann Rasen. Du hast dann zur Klassenkameradin gesagt, deine Steuerkette klackert hier. Ja, so hart war es nicht, aber es gab ja bei uns in der Familie schon immer technischen Sachverstand. Okay. So, wenn man zu schrauben war, hier komm, den mach mal klar. So, dann war ich da auch schon mit bei, da wurde ich schon angelernt. Und dementsprechend hast du es auch drin. Und du als junger Bursche, ne, womit fängst du an? Das erste, was rollt, was ist das? Ein Mofas, Rollschuh? Mofas. Ja, der durfte noch früher. Achso, ohne Motor, okay. Und dann musst du da halt mal ran und das muss auch schneller gehen, das muss auch geiler werden. Und dann, das baut sich auf, das schaukelt sich auf und das lässt nicht nach. Und dann heißt das irgendwann, Mensch, du, ne, Führerschein. Ich glaube, mein erstes Auto hatte ich schon vor dem Führerschein. Egal. Mhm. Und man muss ja nicht alles fahren. Und wie soll man das beschreiben? Was ist das? Infiziert? Ja, infiziert. Auto-infiziert. Ja, genau. Das ist das Problem. Petrolhead, der Social-Media-Typ von heute sagen würde. Das ne? ist der Wahnsinn. Ja. Du, und was waren so in deiner Laufbahn jetzt im Bereich TV so die krassesten Sachen, die du gemacht hast, wo du jetzt den Leuten sagen könntest, ey, das war damals der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn? Mhm. Was ich gefahren, wie jetzt, oder was? Ja, irgendwas total krasses, was du gemacht hast. Ich guck nur zurück auf... kann ich dir gar nicht sagen. Hier, der König von Grip, wo ihr diese Dinger da gebaut habt, diese... wie heißt es da, dieses Mad Max-Zeug? Sowas, das ist ja auch wieder, das ist das Geile, wenn du auf dem Schrottplatz bist, da kannst du jetzt zum Beispiel 1000 Sachen aus anderen Fahrzeugen rausziehen. Was habe ich für eine Vision? Wie ist die Aufgabe? Okay, ich gehe mal davon aus, wir müssen uns gegenseitig plattfahren. Dann muss meine Karre stabil sein. Ich glaube, ich habe mir da immer eine Heizung vorne reingeschmeißt. und dann natürlich noch ein paar Rammen. Und jeder hat da seine Vision. Was ist schlau? Leicht machen, schnell fahren, möglichst früh weg sein oder durch dick und dünn gehen, rammen die andere Kiste hinten auf die Ecke, bis er purzelt. Solche Sachen aber, natürlich, ich kann es gar nicht komplett sagen, was ich da alles gemacht habe. Da sind ja schon über 500 Sendungen. Klar, es gibt Traumautos hier, Mercedes SLS, da habe ich eine Gänsehaut bekommen, als ich da mal irgendwie eine Runde um den Block fahren konnte. Toll. Dann gab es ja noch mal den GT, da weiß ich, da habe ich mein Video sogar versägt. Irgendwie so. Mhm. Aber das macht ja auch Spaß. Ja. Und das sind aber so Sachen, klar,
man zehrt davon, Begeisterung bleibt, träumt davon und sucht sich dann wieder was aus. Okay, geil. Und gibt es ein Auto, was du noch unbedingt fahren willst, den du doch noch nie gefahren bist? Unbedingt fahren will. Ich weiß noch ein Auto, was ich unbedingt haben will. Das ist noch hier, da bin ich aber auch schon gerade am Verhandeln. Ein Ford Uzi 20 MTS. Das ist ein ganz rares Ding. Mhm. Und ja, eigentlich sollte man sich die Träume nicht komplett erfüllen, weil dann lässt vielleicht irgendwann der Ehrgeiz nach. Mhm. Oder macht nicht mehr ganz so viel Spaß. Aber mein Grundherz, sage ich mal, wo ich auch mit aufgewachsen bin und wo ich mit angefangen habe und den ganzen Kram, hängt natürlich Ford viel mit drin. Okay, Ford. Ja, das ist so. Ne? Okay. Ob es jetzt Amerikaner sind oder jetzt auch hier die alten Deutschen. Ja, doch, da ist ja schon was. Ne? Mercedes ist natürlich auch geil, aber Ford, ja. Da ging es auch los. Ich wollte dich ja eigentlich hier mit dem Mustang abholen. Ich habe es leider vergeigt. Konntest du nicht bedienen, ne? Sorry. Schlüssel passt nicht. Papiere waren gerade im Urlaub. Mein Fehler war das. Mein Gott, da willst du einmal was Vernünftiges fahren. Ja, ne? Du hast richtig was, Spaß du haben. Du hast hier was Erstens, Vernünftiges. Da kommt der Klappstuhl zu spät, dann kommt er mit der falschen Karre, dann ist hier kaum Saft im pünktlich, Tank. Ja, wer ist pünktlich nicht zu spät? Ich war pünktlich, war genau. Ja, okay, stimmt, ja. Aber ich wollte dich mal überraschen, weil eigentlich hat jeder damit gerechnet, dass wir jetzt hier in einem Mustang oder in einem Muscle Car sitzen und jetzt sitzt du halt einfach in einem japanischen Pickup. Freust du dich? Ja, schon. Oh Gott, da habe ich mich verschluckt, du. Habt ihr die Bodenwelle gespürt? Ja. Da kam es direkt hoch. Jetzt ist es wieder unten. Dann bist du ja eigentlich, wenn man sich das anguckt, die aktuelle Entwicklung im Bereich Auto eher so nicht der Fan davon. Ne? Downsizing ist das Gespräch. Downsizing? Ja, ja. Also ich vergleiche das jetzt nur mal. Kennst du schon Rausschmeißing? Rausschmeißing? Dann bremse ich hier mal kurz rechts ab und dann fahre ich alleine weiter. Okay. Das ist dann die aktuelle Welt. Ne? Oder Elektriktik. Bist du Elektroklo-Fan? Hält sich in Grenzen, sagen wir Wann so. Steckst du den Stecker in die Dose? Wenn du fahren willst oder wenn du dich aufhübschen willst? Ich finde es nicht so schlimm, Elektro. Ja. Aber es ist halt so null Emotionen, gar nichts. So. Doch, Elektro hat eine Emotion. Das Geilste ist natürlich, wenn das Ding direkt permanent Drehmoment hat und das kommt aus dem Knick. Jo. Was aber überhaupt nicht geht, bin ich hier die Flüstertüte? Muss das sein? Ich finde es einfach emotionsarm. Nissan Leaf und sowas, ne? Ja, Leaf, lass laufen. Und machst eine Grund und jetzt raus. Ja, aber das ist halt echt, also ich habe jetzt auch zum Beispiel letztes Mal einen Audi RS4 gefahren als B8. Und der hatte noch diesen 4,2 Liter V8-Sauger, ne? Ja, das war gut. Boah, das war eine Ansage. Ja, natürlich, Also, da ist auch Gänsehaut im Programm, ne? Ja. So, das Ding hämmert los, das Ding hat Drehmoment, der kommt aus dem Knick. Du hörst ihn, du spürst ihn, du fühlst ihn, du liebst ihn. Du machst ihn an, ne? Und der ganze Wagen macht dann... Ja, das ist es auch. Ich meine, das ist doch geil. Ne? Ich meine, Schüttelfrost im Startvorgang. Was willst du denn noch? Ist doch geil. Ah, das ist episch, ey. Ja, so. Du, ich will jetzt mal was ausprobieren. Du hast ein Stück gemacht für Grip, und zwar die funkelnagelneue G-Klasse. Oh, ja. Und da hast du was ausgepackt, wo ich wirklich minutenlang am Boden gelegen bin vor Lachen. Und zwar der G-Klassen-Song. Ja, gut, den habe ich gehört. Das fiel mir vorher ein. Ja. Das war ganz geil. Das war irgendwo, weiß ich, in Portugal oder Spanien, Präsentation, irgendwie so. Und G-Klasse, ich hatte vorher, glaube ich, eine Alde gecheckt. War das so? Habe ich eine Alde gecheckt? Ja, genau. Irgendwie so. Und dann, ich habe mir da mal kurz irgendwie, bin einmal durch die reingegangen, guck mal ein, zwei von den Dingern an und so. Und ich sage, Mensch, geil, für wen ist das was? Mhm, ne? Ja. Wer checkt da ein? Wer hat Spaß? Und dann fiel mir einfach ein, Mensch, hau doch mal ein Lied raus. Und da habe ich eben abends noch ein Lied geschrieben. G-Klasse Song. Und wie war es nochmal? Ich scheiß auf CW-Wert, ich scheiß auf Verbrauch. Ich scheiß auf CW-Wert, ich scheiß auf Verbrauch. Ja. Ich will Mehrwert, ja. Design hat sie auch. Genau. Ich will Größe mit Leder versehen. Ich will Alarm, dass alle mich sehen. Ja, jetzt haben wir's ich verschulde auch. Mich trotz altem Design. Ich drehe meine Runden, nur der darf es sein. Du kennst das ja alles. Ja, ich kenne den, ich habe mich totgelacht. Weißt du, das war so geil. Die letzte Strophe ist auch noch, wie ging die gleich nochmal?
Nee, alle wollen Benz, Benz. Das war der Refrain. Ich weiß nicht, ob der rausgeschnitten wurde. Den haben sie rausgeschnitten. Echt? Ja, ja. Sauerei. Ich muss mir den Bein noch mal reinziehen. Ist auch schon ein bisschen her. Es ist, ja, ist das her, ist, ne? Weil der Refrain war Benz, Benz. Echt? Alle wollen Benz, Benz. Was soll's? Benz, Benz. So. Was kostet das? Das ist scheißegal. Und dann, weißt du, Vollgas. Nee, ich habe da ich hab drei Strophen und dann den Refrain halt zusammengeschrieben. Ja. Kannst natürlich nicht so lange alles senden. Ja, klar. Aber das war der absolute Hammer. Das ist auch echt total gepasst zum Auto, ne? Ja, klar. Ja. G-Klasse, ne? Geil. Man hört so ein bisschen raus. Du hast gesagt, ich baue da auf der Melodie auf. Mhm. Du hast mal erzählt, dass du auch Musik gemacht hast. Ja, ich habe ein paar Jahre auch Musik gemacht, auch ein paar Lieder geschrieben. Das Geil. Ist halt das Glückliche, dass ich das jetzt wieder nutzen kann, weil klar, ist ja logisch, der ganze Schwachsinn, was ich zusammenreime, das kommt ja nicht von das habe ich ja schon mal so leicht drin. Und wenn du früher viel geschrieben hast, schreiben und schrauben, das ist die gute Verbindung. Und jetzt noch testen, da kann man auf drei Hochzeiten tanzen. Geil. Heißt das dann auch, dass du vielleicht in Zukunft mal wieder was machst in Richtung Musik oder nicht? Ja, ich habe eine Anfrage, das stimmt ja. Echt jetzt? Okay. Ja. MC Müller in the Hood? MC Müller, nee. Also, nee, das wird heißen Date Konkret. Date Konkret? Geil. Also Tickets jetzt vorbestellen. Nein, ich werde da noch mal einen. Ich werde noch Willi noch einen zusammen machen. Ja, geil. Aber momentan lässt es auch die Zeit nicht zu. Ich habe die Möglichkeit, mittlerweile ist es auch nicht mehr ganz so wahnsinnig, dass du jetzt hier das Mega-Studio brauchst. Mhm. Das geht ja alles auch schon auf Minimalart. Ja, genau. Und das macht die Sache spontaner und dadurch schneller. Und dann kann man natürlich das auch noch, sag ich mal, abfrühstücken. Da kannst du da auch noch mal reinbeißen, aber natürlich bleibt es komplett beim Auto. Und meine Vision war, ich werde einfach noch ein paar Lieder schreiben. Es geht ja, Liebe zum Auto. Mhm. Ne? Drehmoment, Gänsehaut, Rüssel rein. Abfahren und lustig sein. Das ist, ich will einfach, ich drehe das einfach um in Sachen Autos, genauso wie du es auch schon mitgekriegt hast hier beim G-Klasse-Song. Geil. Ich wollte gerade sagen, dass du eine richtig schöne, so eine schöne warme Seite hast, bis du gesagt hast, Rüssel rein. Eine warme Seite? Ja, also, nein, willst du jetzt zu uns weitergehen? Nein, Spaß. Ich meine, so eine angenehme. Warte, da kommt so ein Einsatzwagen. Jetzt kann man das gar nicht sehen. Warte, ich muss das hier einmal verdrehen. Nee, du musst das hier erstmal abmachen. Ja, machen wir ab, schnell. So. Hier, da sieht ihr das? Ich mach mal Wischer hoch. Siehst du, da gibt es die günstige Mitfahrgelegenheit und wenn man will, auch komplett wieder dran. Mit Alarm und Blaulicht. Hast du auch sowas Bock? Was für eine Seite habe ich an mir? Eine sanfte Seite, meine ich. Jetzt nicht warme natürlich, aber eine sanfte. Weil schon so eine, du hast gesagt Liebe und so. Das, Liebe, das kann ich habe eine ganz liebe Seite. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du da so... Es wird auch gesagt, ich bin der Liebste. Okay, doch. Von wem? Das höre ich öfter. Aber aber nicht bei einer Verhandlung. Hast okay. Nein. Warme Seite, liebe Seite, ne? Ja. Ich sehe schon, ne? Da kommt er mit dem Asiaten an und sagt, pass auf, den dreht mal rein. Jetzt dreht dich voll rein, geht bergauf. Das war nicht sanft. Ja. Der Klang ist auch nicht lieb. Nee, das ist ja auch ein Nutzfahrzeug. Ja, das die haben gesagt, die wollen jetzt härter werden, ne? Ja, es ist halt ein Nutzfahrzeug, ne? Was willst du? Das ist ja, das muss ja so ein bisschen rustikal sein. Ja, was nutzt du denn damit? Der Leergut wegbringen oder? Ja, ich weiß es nicht. Dafür hast du genug Abweis. Nochmal Bremse hier. Bremse geht. Oh. So, hast du noch irgendwas, was du den Zuschauern erzählen willst, was total interessant ist? Ja, was ich schon immer sagen wollte, erzähle ich jeden Sonntag ab 17.50 Uhr mit meinem neuen Alter und um 18.50 Uhr bei Grip. Wenn es weitere Fragen geht, ab jetzt nur noch einschalten. Okay. Einschalten. Doch, da habe ich noch eine. Und zwar, wie sieht denn bei Herrn Müller so der Alltag aus? Wie kann man sich das vorstellen? Bist du wirklich den ganzen Tag Feuer drehen, links, rechts, 7 Tage die Woche? Oder wie ist das bei dir? Gegenfrage. Bist du faul? Manchmal schon, aber nicht immer. Da muss effektiv sein. Okay, genau. Also, ich schlafe gerne lange. Mhm. Wenn ich mich bewege, kann ich viele Sachen kombinieren und stehe auch früh Feierabend. Wie findest du den Tag? Finde ich gar nicht so verkehrt. Aber bei mir darf die Nacht auch manchmal länger sein. Okay. Finde ich auch gut. Okay. Ne? Aber man muss natürlich alles in Maßen haben, damit man weiß, ja Mensch, okay, Sprechstunde ab 10, dann kann ich bis 12 Uhr ausgehen. Bevor ihr jetzt denkt, dass der Date faul ist, kleines Gegenargument. Dieser Typ, ne, wenn es irgendwelche O-Töne gibt im Bereich jetzt hier TV, meistens gleich der erste Versuch sitzt. Alle anderen Menschen brauchen vielleicht 6, 7 Versuche. Der Kollege ist immer sofort auf Punkt. Deshalb brauchst du den One-Taker. Ja, eben, genau. Deshalb braucht man nie so lange drehen beim Date, weil er einfach sofort liefert.
Das war ein sehr liebes Wort. Das, ja, kannst du mir das nochmal rauskoppeln und schicken? Ich schicke dir das, ja dann per SMS, alles das gut. Das gebe ich dann jedem Redakteur. Hier, Achtung, okay, da. Ja, genau. Ja, da werde ich zusammengeschlagen von den Leuten. Was bist du für eine Schleimbacke, ey? Nee, das ist korrekt. Also das war heute der schönste Satz des Tages. Deshalb würde ich mal sagen, das war es dann auch mit dieser Folge von Fahrer hier. Dankeschön an Ted Miller für die Fahrt. Auch. Voll geil. Also, ey, Dankeschön, ne? Bitte. Und nächstes Mal kommst du mit dem Achtzylinder. Ist das ja, klar? Ganz genau, machen wir. Voll getankt. Like und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikorski.